Leute und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 104 und ich trage nur eine Strumpfhose. Und von hier sah das noch komischer aus. Wir sind gerade im Sauerland, wie ihr vielleicht auf Instagram mitbekommen habt. Wir sind hier für 3 Tage hergekommen, spontan. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber zieh dir eine Hose an. Auf jeden Fall, wir hatten jetzt echt so ein paar sehr ereignisreiche Tage und es stehen auch noch welche bevor. Ja. Mit anderen Worten, es ist mega viel los. Ja, aber positiv. Am Sonntag fahren wir nach Köln, direkt von hier durch, ins nächste Hotel, weil wir da, beziehungsweise ich habe da die Drehwoche mit OB, von Montag bis Donnerstag. Was war noch? Ich habe einen Friseur. Henrik auch. Ja. Entschuldigung. Ich war auch beim Friseur. Die Haare sind wieder kurz und bei dir sind sie blond. Blonder. Wobei, ich finde das total erstaunlich, das habe ich übrigens noch gar nicht gesagt, weder dir jetzt noch vor der Kamera. Für mich ist Friseur immer Haare schneiden. Also wenn jemand sagt, ich gehe zum Friseur, ist das für mich gleichbedeutend, ich gehe mir die Haare schneiden. Und bei dir wurde nicht ein Millimeter von deinen Haaren abgeschnitten. Nee, ich wollte nicht. Da war nicht einmal die Schere dran. Die Länge haben und die sind im Moment echt gut, also in den Spitzen. Ich habe zwar generell halt relativ trockene Haare, hatte ich immer schon, aber ich habe im Moment überhaupt oder fast überhaupt keinen Spliss und deswegen dachte ich, lasse ich die Länge einfach so. Wir waren ja auch vor einiger Zeit noch bei unserem befreundeten Friseur, der schneidet mir immer so die Spitzen und so. Aber zum Färben bin ich jetzt zum zweiten Mal, also nach 9 Monaten, da war das erste Mal, zu Friseur Constante nach Köln gefahren. Das ist so ein kleiner Friseursalon und die haben sich spezialisiert vor allem halt auf dieses Balayage, auf Blondierungen und die haben auch einen Instagram-Account und das ist keine Produktplatzierung oder sowas für die. Ich sage das freiwillig, weil ich die einfach echt mega gerne unterstützen möchte, weil es so, so süße Mädels sind, die da arbeiten. Ernsthaft, ihr habt sowas echt noch nicht erlebt. Die haben uns so eine warme Blätterteigtasche mit Spinat gebracht, dann haben die uns Obst gebracht. Ich habe griechischen Mokka bekommen, der war lecker. Ja, also deswegen, ich unterstütze sowas einfach mega gerne und da war ich halt beim ersten Mal schon, als ich mit Kathi zusammen beim Friseur war, als halt so die größte Haarveränderung bei mir passiert ist. Da bin ich ja von braun halt auf dieses hellere gegangen. Und ich war so zufrieden, wie die das gemacht haben. Es dauert halt auch seine Zeit. Es ist auch nicht günstig, der Spaß. Aber ich denke, gerade wenn man halt was mit Blondierungen machen möchte, ist es vielleicht schlauer, wenn man das halt von jemand Gutem machen lässt, weil es kann viel schief gehen. Außerdem, ich habe erfahren, das ist ja absolut permanent. Entweder du färbst drüber oder lässt es rauswachsen. Süß! Wusstest du das nicht? Ja, ich dachte so nach einem Jahr ist es weg, aber nee. Also es sei denn, es wächst raus. Ja, auf jeden Wusstet Fall. Wusstet ihr das? Ist das so blöd von mir anzunehmen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben da auch so ein bisschen Material gedreht. Ja. Ich dachte erst, ich mache vielleicht ein Hauptkanalvideo, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt ist der Unterschied nicht so gigantisch wie halt beim ersten Mal. Einfach weil ich so zufrieden war mit der Farbe, dass ich jetzt auch nicht so die große Veränderung haben wollte. Und deswegen zeige ich es euch lieber hier. Deswegen, bevor wir uns hier jetzt mit dem aktuellen sehen, seht ihr jetzt einen kleinen Rückblick vom Friseur. Genau, und zwar aus meiner Sicht. Viel Spaß. Wir jetzt entschlossen, wir machen wie einen schönen Balayage und für die Ansätzen haben wir uns entschieden, machen wir eine Melding-Technik, so dass die Schmelze der Übergang schön so gut hinein verläuft in den Balayage. Okay. Ja. Dann fangen wir an, weil wir haben einige Stunden vor uns. Genau, und wir wollten jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen. Beziehungsweise bisschen so. Du siehst aus wie die Leute, die glauben, Außerirdische lesen unsere Gedanken und die schirmen sich mit so Alufolie ab. Ja. Ich finde das ganz interessant, die werden so, also irgendwie wird da so Alufolie in deine Haare drum gefalten, ja? Genau, dass das besser einzieht halt und ja, dass die
Körper so an. Also dass die Wärme sich staut. Wir machen ja eh nicht, aber jede einzelne Strähne ein, so dass die Wärme sich ein bisschen staut. Mhm. Dann können wir ein längeres Ergebnis erzählen durch das GH2O. So, Schritt 1 ist damit fertig. Was genau wird jetzt gemacht? Die Längen werden eingearbeitet, damit wir einen Übergang haben nach unten. Keine halben Sachen, ganz oder gar nicht. Schaut mal, wir sind mittlerweile bei der zweiten Farbrunde angekommen. So, jetzt wurden die Haare so ein bisschen angeföhnt und jetzt kommt noch die Ansatzfarbe rein, ne? Dass der Übergang noch mal weicher ist. Genau. Das ist Färberunde Nummer 3. Nummer 3, ja. Und gleich kommt Nummer 4. Jetzt wird geföhnt! Also jetzt habt ihr im Schnelldurchlauf auch nochmal das gesehen. Ich lasse euch auch sehr, sehr gerne nochmal den Instagram-Account von dem Friseur unten in der Infobox, falls ihr da echt irgendwie aus der Nähe, so Köln-Umgebung kommt. Die sind wirklich, wirklich zu empfehlen. Jo, ansonsten, wir waren heute schon Fotos machen. Hier liegt jetzt nicht ganz so wahnsinnig viel Schnee draußen, wie wir gedacht haben, aber wir haben uns trotzdem riesig drüber gefreut. Und morgen findet hier in einem Ort nebenan, nämlich in Winterberg, die Bob-WM statt. Wie cool! Ah ne, wartet mal, heute ist die sogar schon. Vielleicht gehen wir da noch gucken, müssen wir mal schauen. Aber eigentlich, ich dachte, das wäre jetzt Rennrodeln. Ist Rennrodeln nicht Bob? Nein, Bob, das ist der große Schlitten mit mehreren Leuten. Rennrodeln, das ist im Prinzip eine Person, die auf so einem Metallschlitten sitzt und sich dann so ganz flach hinlegt und wie so eine Rakete. Okay, wie auch immer. Gestern, als wir angekommen sind, waren wir auch noch hier in dem Bar von unserem Hotel. Der ganze Bereich da hinten mit den Saunaanlagen und generell mit den Schwimmbädern ist so toll. Und wir schneiden jetzt hier so ein bisschen, wärmen uns etwas auf und in 2 Stunden ungefähr kommt auch schon mein Papa und da freue ich mich riesig drauf, weil ja, wir dachten, wir verbringen einfach das Wochenende zusammen, weil Family ist wichtig und vielleicht schaffen wir noch irgendwie 1-2 Fotos oder so, ich weiß nicht. Vorher noch? Mhm. Ja, wenn wir reinhauen. Es ist halt so, nächste Woche ist ja wie gesagt diese Drehwoche mit OB und immer wenn halt Drehwoche ist, es macht wirklich viel Spaß, aber es geht so schnell die Zeit vorbei, ernsthaft, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe keine Zeit zu essen und Fotos machen dann erst recht nicht, deswegen wollten wir jetzt halt so ein bisschen was vorproduzieren, wie man so schön sagt. Ich habe meinen Rasierer vergessen. Das erste Mal, seit wir so viel reisen, dass ich meinen Rasierer vergessen habe. Und jetzt musste ich so ein Einmal-Shaving-Kit benutzen. Und die haben da drin immer nur so Einmal-Rasierer, so ganz rudimentär. Zeig mal. Ja, ist schon weggeschmissen. Einmal-Rasierer, da. Kann man den echt nur einmal benutzen? Ja, der verklebt total. Also, du kriegst ihn nicht mal richtig gut sauber. Ich habe meine immer viel häufiger benutzt. Als Teenie, weil ich keine Kohle hatte für einen richtigen Rasierer. Ja, aber du hast ja nur für deine Beine genommen, oder? Ja. Ich denke mal, das ist was anderes. Und Achseln. Wenn du dein Gesicht rasierst. Der Punkt ist auf jeden Fall, dieses Ding ist nicht so glatt und die Klingen haben so einen etwas anderen Winkel. Jedenfalls, du schneidest dich leichter damit. Und ich hatte mega Schiss, dass ich mich heute schneide. Habe ich aber nicht. Wobei, es ist ganz lustig, dass du den hier gemacht hast. Hat man nicht gesehen. Okay. Warum ist das lustig? Wirst du sehen, wenn du den Vlog siehst, wenn ich ihn geschnitten habe. Das hast du vorher schon bei mir gemacht. Denk nicht, ich habe das nicht bemerkt. Ich merke alles. Ich lasse es mir manchmal nur nicht anmerken. Du merkst nicht alles. Aus Protest. Protest. Aus Protest tust du so, als wäre nichts. Ja. Dann ja. Protest. Ich bin wie Gandhi. Wie Gandhi, oh Gott. Du bist nicht Gandhi, du bist Stinky. Nur weil ich ein bisschen Verdauungsprobleme habe heute. Ein bisschen. Ich habe gestern zu viel Salat gegessen. Ich habe auch jede Menge anderen Kram gegessen, aber auch echt viel Salat. Das ganze Sauerland hat darunter zu leiden.
Okay, too much information. Hallo Leute, es ist der neue Tag und wir haben gestern ein bisschen frei gemacht und nicht gevloggt und es tat sehr gut und heute wollten wir eine Wanderung machen und euch mitnehmen, so eine schöne Schneewanderung, aber es gibt keinen Schnee mehr. Der ist über Nacht komplett geschmolzen. Alles ist weg und es regnet und es ist relativ windig. Insofern gibt es heute keine Wanderung. Was im Übrigen noch mega cool ist, ich sehe da vorne das Schwanenhäuschen und da ist der Schwan. Der wohnt da wirklich, wer hätte das gedacht? Es hat jetzt im Übrigen aufgehört zu regnen, also haben wir uns gedacht, wir nutzen die Gelegenheit. Eigentlich regnet es immer noch. Ja, und machen die kürzeste Wanderung unseres Lebens, 700 Meter. Aber weil wir ja hier im Sauerland sind, ist irgendwo 700 Meter von unserem Hotel entfernt, ein ganz kleines bisschen höher in den Bergen eine Hütte. Und da wandern wir jetzt hin. Ja. Und es regnet immer mehr. Ja, genau. Und es fängt immer mehr an zu regnen. Aber wenigstens der Schwan da hinten, dem scheint es gut zu gehen. Aber jetzt kommt gleich noch was Schönes. So, tragischerweise hat es jetzt volle Kanone angefangen zu regnen. Ungefähr 2 Minuten, nachdem wir gesagt haben, es regnet gar nicht. Ja. Und der unglaublich steile Weg hier. Was bist du, eine Gams? Ja, das ist jetzt auf jeden Fall hier unser Ziel. Aber ich kann nicht mehr so viel filmen, weil es in die Kamera regnet. Film noch Papa. Papa ist auch da. Hallo. Hey. Hi, ihr Lieben. Genau. Aber trotzdem sehr atmosphärisch hier. Wir haben einen Fuchsbau gefunden. Vermutet mein Papa zumindest. Und der kennt sich eigentlich aus. Ja, ist doch sehr gemütlich, oder? So ein Fuchs. Ich habe hier vorne die einzigen traurigen Überreste vom gesamten Schnee gefunden, der hier rumlag. Dieser etwas traurig aussehende Schneemann. Wir haben Schnee gefunden. Unglaublich. Wir sind jetzt halt auf den Berg rauf und hier liegt ein bisschen Schnee. Ja, wir haben die Wanderung doch verlängert. Ja. So, wir sind angekommen im nächsten Hotel und verglichen mit dem davor ist es hier etwas trostlos. Etwas? Ja. Also, wir packen hier gerade aus, dann wird es immer schon etwas gemütlicher. Aber es ist halt extrem dunkel und... Hässlich. Ja, hässlich. Und diese wunderschöne Aussicht hier, die zeige ich euch morgen mal. Das geht halt auf irgendeinen Innenhof raus und... Naja, ansonsten seht ihr halt überall so dunkle Möbel und gelbe Wände und... dieser komische, fleckige, braune Teppichboden hier. Und das Badezimmer ist jetzt... vor das Stativ gelaufen. Sorry. Ui, Schmerzen. Ui. Naja, gut, okay. Also eigentlich wollte ich euch das Bad zeigen. Also hier ist halt ein Klo direkt neben einer Duschwanne. Und hier haben wir noch mehr dunkle Möbel auf noch mehr fleckigem braunen Teppichboden. Ja, okay, gut. Naja, aber wir sind ja jetzt auch geschäftlich hier und nicht für Urlaub. Insofern werden wir auch nicht viel hier drin sein. Und ja, wir haben uns jetzt nämlich schon lecker Essen bestellt. Und dann sieht die Welt immer schon gleich besser aus, wenn man einen vollen Bauch hat. Und darauf freue ich mich schon. Ja. Und gleich seht ihr, was wir bestellt haben. Unser Essen ist angekommen. Hier seht ihr, also Algensalat und Edamame und dann haben wir uns beide noch so ein Nudelgericht bestellt. Aber da machen wir jetzt noch schön die Folie drüber. Es wurde allerdings falsch geliefert, also es fehlt was, aber egal. Ja. Dafür haben wir echt viele Edamame. Genau, die wurden sozusagen ersetzt, glaube ich. Naja, und dazu schauen wir auf jeden Fall Netflix und ja, machen noch einen gemütlichen Abend. Morgen geht's dann los. Und deshalb sagen wir euch nur bye bye und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.